diese Anzeige im Opel Corsa seht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Noch 600 Meter bis zum nächsten Ladepark und ich kann mir hier aussuchen, ob ich nach Aral fahre oder wie in diesem Beispiel hier, was ich euch jetzt zeige, zu einem Ladepark nach Fastnet, um das Auto wieder vollständig aufzuladen. Die App verrät mir gerade, ein Ladepunkt ist noch frei und wenn wir jetzt mal gucken, hinten links tatsächlich, da ist er noch frei. Den werde ich jetzt nehmen, um das Auto wieder aufzuladen. Kurz die Ladekarte rangehalten, den Stecker ausgewählt. Ihr seht dann am Stecker, das Grün an der Seite wird blau. Da findet ihr den Stecker und dann kommt der Stecker einfach ins Auto rein und der Rest geht nach 30 Sekunden automatisch los. Nach etwa 30 Sekunden seht ihr an der Ladesäule eine Anzeige wie diese hier. Sie gibt die Ladeleistung in Kilowatt an. Und ihr könnt per Knopfdruck unten rechts den aktuellen Stand der Ladung eures Autos nochmal kontrollieren. Das Ganze geht natürlich auch im Auto selbst und vielleicht sogar auch in der App des Fahrzeugs. Nach gut 20 Minuten ist das Auto hier in diesem Fall wieder voll. Voll bedeutet in diesem Fall, das Auto bis ca. 80% zu laden, weil dort fließen die größeren Ladeströme. Das Abklemmen des Autos geht in umgekehrter Reihenfolge. Erst die Ladekarte ran, dann den Stecker abziehen, den Stecker wieder zurückstecken und fertig.